Ja, hallo und willkommen zum nächsten Teil Game and Wario. Wir gehen wieder auf einen Spieler und sind somit heute zurückgekehrt, eine Marke, sehr schön. Und sind mit sind heute im dritten Spiel, und zwar ist das Ski bzw. Ski. Und ja, gehen da gleich mal rein. Der Charakter kommt mir sehr bekannt vor aus dem ersten Teil, also dem auf der Wii. Ja, es geht um Ski, es geht um Schnee, es geht um Winter und es geht um viele Frauen, viele Mädchen, viele, ja, sieht ein bisschen no. Oh, der Bär dort, der ist ganz wichtig. Das ist ja ein geiler Typ. Das ist ja ein geiler Typ. Ja, wie gesagt, den kann man schon. Die Steuerung zu Ski, Ski, weiß ich jetzt nicht. Die müssen wir uns erklären lassen. Okay, wir halten das Gamepad senkrecht. Mag ich nicht so, aber was wollen wir machen? Drücken auf okay. Okay, seitliches Neigen des Gamepads bestimmt die Richtung. Okay, soweit so gut. Hört sich simpel an. Ach, mehr ist es nicht. Okay. Dann ist doch gut. Dann passt das doch. Ah, okay, wir haben ja den Bildschirm. Und müssen den... Ah, okay, ich sehe es. Wir müssen den durch den Parcours führen. Ah, wir müssen den halt mittig halten. Auf dem großen Screen sieht man das schön in 3D und hier auf dem Touchpad, Gamepad, hat man die Vogelperspektive, also die Draufsicht. Ah, okay. Auch das war schon, okay. Ist ja eine ziemlich spaßige Angelegenheit, hier nochmal ein paar Moves. Da rockt er ab sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich nenne einfach mal den Peter. Oh, Peter hat eine Perücke auf. Du hast Ski zum ersten Mal geschafft. Dafür gibt es eine Marke. Und ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt einen neuen Rekord aufgestellt. Steht da unten. Ich kann mir nicht vorstellen, war es das jetzt schon? DuckTales. Ganz klar, ganz oben. Okay, wir fahren nochmal. Oder ist das nächste Wiederholung? Okay, jetzt können wir es wieder waagerecht halten. Echt eine heiße Sache, das mit der Kälte hier. Allein Ski zu fahren ist zwar groovy, aber mit mir ist nach Gesellschaft. Okay, das war's schon. Ich würde sagen, da das schon es mit dem Spiel war, würde ich sagen, gehe ich nochmal drauf. Und wir gucken uns nochmal an. Können den Trailer überspringen. Und versuchen es mal besser hinzukriegen jetzt. Das Prinzip habt ihr ja auf dem Gamepad gesehen, wie es funktioniert. Ist eine ganz einfache Sache. Wieder waagerecht halten. Okay. Und ich halte es jetzt mal so. Das ist für mich besser. Oh, wir haben jetzt Ski-Hasenpiste neu. Und hier geht es nur darum, wer schneller im Ziel ankommt. Wir machen trotzdem nochmal Zeitrennen. Und trotzdem nochmal Level 1. Auch obwohl Level 2 jetzt verfügbar ist. Wie gesagt, falls einer Bock hat auf weitere Levels, einfach in die Kommentare schreiben und dann werde ich die auch noch gern zeigen. Ich werde auch das ein oder andere Projekt von mir aus selber nochmal machen. Ein bisschen konzentrieren. Ich denke mal, wenn wir hier mittig bleiben, da haben wir ja gute Chancen, eine bessere Zeit zu absolvieren. Boah. Aber nicht so gut. Ah, ist eine lustige Animation, wenn er rauskommt aus der Bahn. Sehr gut. Ja. 26 Sekunden. Das müsste besser sein als eben. Und damit gibt es den silbernen Pokal. Wir können auch weitergehen. Und wir können nochmal auf weitergehen. Und hier wollen sie es nochmal
dazu binden, nochmal zu spielen. Levelauswahl. Ich würde sagen, wir gehen auf Levelauswahl. Wir gehen auf weiter. Levelauswahl wollte ich doch. Und ja, können zurückgehen. Und zurückgehen. Und zur Spielauswahl gehen. Denn das war der nächste Part von Game and Wario. War ein bisschen kurz. Beim nächsten Mal gibt's Patchwork. Was ist Patchwork? Ich glaube, es ist eine Art Puzzlespiel. Da schauen wir das nächste Mal rein. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch. Macht's bis später und ciao.